Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video soll es einmal darum gehen, was ihr tun könnt, wenn euer Adobe Photoshop nicht mehr startet. Da gibt es ein paar Wege, die ich euch gerne zeigen würde, also bleibt unbedingt dran. Bevor wir allerdings ins Video einstarten, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich unfassbar über ein Like, Abo und Kommentar von euch freuen. Ja, ganz einfach, euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude und deswegen sollte man sich ja eher die Frage stellen, warum nicht, oder? Genau, also starten wir direkt ins Video ein. Zu Beginn einmal erwähnt, dass ihr unbedingt euren PC einmal neu starten solltet und dann euer Adobe Photoshop einmal im Administrator-Modus ausführt, das heißt einfach Rechtsklick auf eure Desktop-Verknüpfung und Run as Administrator bzw. als Administrator ausführen, je nachdem, ob ihr das Ganze auf Deutsch oder Englisch habt. Und dann gehen wir weiter in den Task Manager, das heißt einfach Windows-Suche Task Manager. Und dann hier klicken wir einmal auf Mehr Details. Wenn wir dann in diesem Fenster sind, sollten wir einmal sicher gehen, dass wir alle Prozesse, die damit zu tun haben, einmal schließen. Das heißt hier alles auswählen, was mit Adobe Photoshop zu tun hat und einmal auf End Task zu drücken. Genau, wenn wir das Ganze dann gemacht haben, können wir den Task Manager auch wieder schließen. Und wir gehen zurück auf unsere Desktop-Verknüpfung von Adobe Photoshop und wieder Rechtsklick drauf und dann auf Eigenschaften. Und dann gehen wir in den Reiter Kompatibilität. Und hier wählen wir dann einmal drei Einstellungen aus. Zu Beginn einmal würde ich euch unbedingt empfehlen, den Kompatibilitätsmodus anzuschalten. Das heißt, hier mal den Haken zu setzen und Windows 8 auszuwählen. Passt so. Und dann hier unten bei den Einstellungen auch noch die Vollbildoptimierungen einmal zu deaktivieren und auch das Programm standardmäßig als Administrator auszuführen. Das macht vor allem für die Sinn, die, bei denen das funktioniert hat mit dem Administrator-Modus, damit ihr das Ganze halt nicht immer wieder neu machen müsst. Dann klicken wir auf Übernehmen, beziehungsweise könnten wir auch noch für alle, die das für mehrere Benutzer ändern wollen, einfach hier auf den Button klicken. Denke ich, macht aber nur für die wenigsten Sinn. Klicken auf OK und sind schon fertig. Unser Adobe Photoshop sollte jetzt wieder ganz normal starten. Wenn das so ist, lasst mir gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Wenn nicht, unbedingt auch einen Kommentar da lassen. Dann schaue ich mir das Ganze an und finden sicher eine Lösung. Ansonsten war es das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und baba.